brauche ich nicht auch so viel Geld. Ja, hier hätte ich es mir einfacher machen können. Scheiße. Moment, ich will noch mal ganz kurz nachgucken. Yep, der ist im Krankenhaus. Ja, sehr schade. Aber naja. Hi. Was schießt du denn auf mich, du Heimchen mit dem weißen Hut? Seh mal zu, dass du stirbst, du Penner. Danke. Hallo. Ich geb dir 3 Sekunden. Dachten Sie, Sie können mich verarschen? Falsch gedacht, mein Freund. Ab sofort gehört dieser Laden mir. Okay, du willst das Ding? Shuyo, nimm es ruhig. Danke. So. Nächste Butze in meinem Besitz. So, hier kommen wir auch gleich alle Wachen rin. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Butze auch gleich noch mit. Ja, ist aber wirklich sehr, sehr schade, dass der Kapo wir das Geschäft da jetzt haben, aufgegangen wir ist. Sicher die Augen offen, Chief. Ah, also den hätte ich gerne noch weggehabt. Aber naja, ansonsten müssen wir halt zu dem Ort da mal hingehen, wo der sich dann aufhält. Sucht ihr Umbres irgendwas? Ja, ich... Boss, Schätzlein, ich hab dich gesucht. Wo sind... Okay. Okay. Ich hab nichts gesagt. So. Also, meine Damen und Herren. Jetzt machen wir hier mal große Reine. In dieser Butze. Draußen ist keiner mehr, alles klar. Hallo! Nein, bitte die. Ich leg sie alle um. Du musst nur was sagen. Kooperierst du jetzt? So, die ersten 2 sind schon mal weg. Sehr schön. Vorsicht! So, what die haben da oben Scharfschützen. Der Typ hat dir das Sagen. So, genau. Sterb mal bitte. Das war's. Hey! Du Arsch da drüben! Aber das heilt schon wieder. Komm schon, komm schon! Wart mal ab, du. Jetzt ist ja große Reine hier im Autokino. Automechanik-Werkstatt. Von wo? Irgendein Fiction. Achso, ich wollte gerade sagen, irgendein Fiction ist doch noch hier. Nur was ich bisher noch nie rausgefunden habe, wie ich da unten hinkomme. Der größte Türöffner der Welt zu eurem Dienst. Eine Möglichkeit geben, da unten hinzukommen, weil, obwohl, warte mal. Moment. Die Tür haben wir nie gesehen. Ohne Scheiße, diese Tür ist mir noch nie aufgefallen. Sieh dich um! Nur Idioten und Schwachköpfe! Noch ja, da gehöre ich auch zu, ich weiß. So, Der da hat das Sagen. Was jetzt? Ich weiß nicht, der Typ interessiert mich gerade wenig. Ach du Scheiße. Super. Los, erledigt. Tu es. Ey, also die Tür ist mir noch nie aufgefallen. Jetzt weiß ich endlich mal, wie ich hier unten hinkomme. Zeit, die Nachbarn zu wecken. Hey, du hast hier drüben was übersehen. Ja, ich habe da auch Geld übersehen. Das wollte ich gerade holen. Hier kommen wir nicht weiter. Geld ist wichtig, Geld können wir immer gebrauchen. Im Real Life eigentlich auch. Ach, was haben Sie hier denn noch? Ja. Und die Almedas greifen mich auch schon wieder an. Ist doch ein Witz, oder? Ja, los, 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 los. Schicken wir mal unsere ganzen Soldaten hin. Die haben sowieso, glaube ich, den Capo geschickt, oder? Haben sie den Capo geschickt? Lass mal kurz gucken. Attackiert, Batalja. Die haben den Capo geschickt, alles klar. Und der Capo Decina, der ist jetzt schon wieder fit. Wow. Hat aber einen guten Arzt. So mal lieber. Wieso ist der denn jetzt da unten? Bitte. Hä? Besitzer gefunden.
Was soll das denn jetzt? Oh, mir juckt die Nase. Oh, ha, hi. So, jetzt ist besser. Bitte. WTF, sonst stand der Penner immer da oben. Also jetzt verstehe ich hier gar nichts mehr. Tun Sie die Waffe weg. Okay. Nicht in die Schulter. So, hier kommen wir mal ein bisschen hin. Hören Sie, ich lasse Ihnen diesen Laden. Aber ab sofort arbeiten Sie für mich. Ein Mongo. Habe ich mich klar ausgedrückt? Okay, du willst diesen Laden? Er gehört dir. Danke. Oh, und Sie kontrollieren jetzt das illegale Werkstättenkartell. Damit kriegen wir jetzt gepanzerte Autos. Juhu! Sie haben in Ihrem Anwesen sowie in Ihren Verstecken und am Flughäfen Zugriff auf gepanzerte Fahrzeuge. Ja, nur das Problem an diesen Fahrzeugen ist, die gehen auch sehr schnell kaputt. Obwohl sie gepanzert sind. Aber egal, Hauptsache wir haben's. Ist doch schön. So, hier kommen wir auch gleich 12 Stück raus. So. Gut. Wir werden angegriffen. Ach, hier, guck mal. Das ist ja Knorke. Können wir gleich hier vorne raus. So. Wie sieht denn das munitionstechnisch aus? Auch eigentlich reicht das. Gut. Okay, mit der Butze müssen wir halt noch ein bisschen warten. Ja, hier. Gehen wir da erstmal hin. Was erledigt ist, ist erledigt, ne? So, ich bräuchte jetzt mal einen Viersitzer. Bitte. Kein Zweisitzer? Nein. Ich hätte gerne einen Viersitzer. Und da ich keinen Viersitzer Schicker bekomme, Schlitten. Gib mir den das auch. Den brauche ich. Danke. Du weißt, wo du mich findest. Muss das sein? Hier drüben. Oh, Herrgott, Sakra. Ich glaube, die gehen aus dem Weg hier. Ich hab's eilig. Augen auf die Straße, du jämmerlicher Sack. So, aussteigen, einmal ins Versteck. Nur weil er so lahmarisch hier eingestiegen ist. Meine Jüte. Naja, passt. Dann können wir nochmal hier eben Munition auffüllen. So. Wunderbar, wunderbar. So, alles klar. Und dann starten wir jetzt mal durch zu den letzten beiden Geschäften. Letzten beiden. Sind es nur noch zwei Geschäfte? Ne, letzten drei. Ne, alles klar. Dann fahren wir erstmal da schnell hin. Wo fahren wir jetzt hin? Was für ein Scheiße, aussteigen. Los, komm. Das muss jetzt ein bisschen fixer gehen. Weil da hinten sind jetzt gerade nur zwei oder drei Wachen. Und das müssen wir jetzt ein bisschen ausnutzen, weil je weniger Wachen wir da haben, desto besser ist das für uns. So, dann laufen wir eben mal mit unserer Wampe da drüber, da drüben hin, also darüber. Ja, natürlich. Fahr weiter. Ist ja nur mein Körper. So, nee, da wollte ich nicht hin. Drei, okay. Drei Wachen haben sie da jetzt eingestellt. Nicht mehr lange. Zwei Wachen. Eine Wache. Der letzte. Da. Ach, haben sie doch noch ein oder zwei mehr eingestellt. Wunderbar. Ah, wen haben wir denn da? Hi. Na, Schätzelein. Was ist los? Zwing mich nicht, dich zu töten! Hör zu, sehr Mensch! Ich hab's eilig! Also gut, ich wollen Sie Ihr Geschäft von der Intensivstation führen? Dort landen Sie nämlich gleich, mein Freund! Mhm. Oje, das Geschäft gehört dir, aber bau hier bloß keinen Mist, Cabron! Ja, aber mal gucken, ne? Was ich hier so, gedingsen kann. Schön, dass ich gerade mal nichts mache. Mein Kabel hier von der Insulinpumpe hat sich gerade so ein bisschen verdreht und das war gerade nicht ganz so gut. Also, ne? Das wollte ich nur mal so kurz gesagt haben. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich gerade nichts gemacht habe. So, Wachen sind eingestellt. Gut, das. Ne, Moment, Moment. Stopp, stopp, stopp. So. Gut, dann geht's jetzt hier vorne noch hin.
So, das ist nun Sunny. Nö, den brauchen wir nicht. Nee, das ist nicht unbewacht. Ich habe da gerade Wachen eingestellt, du Spacko. Mensch, Hägen, du musst mal ein bisschen hier was sägen und aufpassen. Der Tom Hagen, der ist nicht, ja. Der ist zwar der Konsiglieri, aber der, ja. Ah, immer drauf. Du bist ja nicht sogar. Scheiße, ich komme nie rum. Oh Gott. Komme ich mit meinem super... Hallo? Ich habe dich doch gar nicht berührt. Ja, super. Nee, komm, weißt du was? Aussteigen. Los. Wir sind da auf ein verdammtes Wespennest gestoßen. Was Don Corleone wohl dazu sagen würde. Das weiß ich nicht, aber ich nehme das Geld mal mit. So, hier, komm, gib mal dein Auto. Ja, natürlich, überfahr mich noch, du Wichser. Entschuldigung, du weißt. Aussteigen, du dann weich, passiert dir nichts. Ich sollte solche Beleidigungen nicht mehr in meinen Let's Plays sagen. Ich nenne ab sofort das nicht so tolle Wort, also das W-Wort nenne ich ab sofort nur noch Weichbrot oder Weißbrot. So, Leute, nochmal Platz hier. So, und wir müssen nämlich da jetzt rein. So. Aber irgendwie geändert hat sich da noch nichts. Ne, sind immer noch 28. Tja. Na gut, alles klar. Dann wollen wir mal die 28 Typsies. Don, wir haben ein Problem. Das Problem ist nicht mehr lange da. So. Einer und zwei. Ja, schön. Zwei haben wir schon mal erledigt. Bleiben nur noch 26. Ha, sehr schön. So. Jetzt muss ich nur gerade mal überlegen. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wie dieses Geschäft aufgebaut war. Weil ich glaube, da gab es auch mehrere Möglichkeiten, in das Gebäude reinzukommen. Die Stromversorgung kappen wir jetzt nicht. Weil wir könnten ja Glück haben, dass der Capo Decina rübergeführt bzw. rübergebracht wird. So. Alles klar, die beiden sind tot. Waffe! Und der ist tot. Aber mit dieser Magnum läuft es richtig gut. Mit der Waffe komme ich auch wirklich sehr, sehr gut zurecht. Er hat es nicht anders verdient. So. Achso, hier muss... Jetzt kannst du dich austoben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier in dem Gebäude lang... Was soll das, Boss? Ich suche jemanden. Ich kann uns hier durchbringen. Ja, habe ich dir gerade schon mal gesagt, du sollst das Ding aufmachen. Eine Nadel noch. Das war's. Was ein Pömpel. Flachpfeife. Naja, ist egal. Jedenfalls kommen wir hier gut voran. So. Und wir müssen da hinten übrigens auch noch zum Leuchtturm hin, weil da gibt es nämlich auch noch ein Waffen-Upgrade. Und das machen wir jetzt gleich. Bevor wir das noch irgendwie vergessen, beziehungsweise bevor ich das vergesse. Das muss ja nicht sein. Ja, also die meisten Waffen-Upgrades, die sind wirklich sehr gut versteckt. So, und jetzt haben wir den 501er Magnum Enforcer, Stufe 3, jetzt für Ihre Familie verfügbar. Willkommen bei Dominics gepflegten Gebrauchtwagen. Alle Marken, alle Modelle. Und der Preis stimmt auch immer. Was? Bin doch kein Autoverkäufer. Also ich selber bin's verkauft mit dem Einzelhandel, aber... Sei ruhig. Ich möchte hier ein Spiel spielen und nichts verkaufen. Macht mich gerade ein bisschen kirre. So, jetzt. Einmal den weg. Wo ist der nächste Arsch? Da war doch gerade einer. Hallo. Wo wurde geschossen? Hallo? Hm.
Wow. Alter, wo kommen die denn her? Alter! Schrecksekunde! Du bist einer der Typen. Wow! Glaub's mir, du willst nicht erschossen werden. Nicht aus, Dreckskerl. Das war also echt gerade ein bisschen creepy. Das die waren gerade hier vorne noch nicht einmal aufgetaucht. Einmal so ganz oben plötzlich, ich laufe da lang und einmal plupp. Das war toll. Unglaublich geiles Erlebnis, ey. Und da sagt der Udo auch mal wieder was, ne? Obwohl, so direkt höre ich mich ja gar nicht an, den Lindenberg, aber... Zwar, okay, ich höre nicht seine Musik, aber seine Stimme, die finde ich total knorke, ne? So, wow, 15 Leute sind das immer noch? Und normalerweise gebe ich denen ja eine gute Chance, Verstärkung zu rufen. Aber irgendwie nehmen sie das nicht an. Weil ansonsten hätte ich ja den Strom kappen können. Aber nee. Ich bin ja ein freundlicher Pampel. Es ist bald vorbei. Was ist vorbei? Hi. Sprich dein letztes Gebet. Mach keinen Stress hier. Sonst hol ich Udo. Hallo. Was sind denn das für scheiß Begrüßungen hier? Oh. Jetzt wollen wir das Ding übernehmen. Wunderbar. Ich geb dir 3 Sekunden, Arschloch. So, mach hin. Ich bezahle. Jawohl. Wollen Sie für diese Blödmänner wirklich sterben? Ab sofort arbeiten Sie für mich. Ist das klar? Okay, das Geschäft gehört Ihnen. Aber vermasseln Sie es nicht. Sehr schön. Dankeschön. So, einmal Wachen einteilen. Ja. Hier kommen nach Homeward auch gleich alle rein. So. Und dadurch, dass wir jetzt hier so eine kleine Brücke hier haben, werde ich jetzt erstmal darüber gehen und den Capo Decina von den Almedas kalt machen. So, da brauchte ich ja die Schrotflinte für. Oh Gott! Ja, wie kommen wir jetzt hier raus? Achso, okay. Botschaft müsste ankommen. Wow. Geld ist geil. Brauche ich. Ja, nochmal einen schönen Tritt hier auf die Leiche. Das passt. Hat keiner gesehen. Schneide ich alles raus. Nicht. So, war hier noch irgendwas drin? Nö, aber hier den Safe könnten wir nochmal eben öffnen. Los, los. Ein Kinderspiel, Dominik. Ich mach den Safe für weil, dich auch noch. Einmal Geld und drehen so, ne? Und... Geld brauchen wir. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt geldtechnisch dann kriegen, wenn wir das Almeda-Anwesen übernehmen. So, 4000 Dollar, sehr schön. So, nur was mich jetzt hier ein bisschen wundert. Wir haben das Geschäft übernommen, aber können hier nicht durch, weil gesperrt nicht ist. Aufpasst. Das heißt, wir müssen jetzt den ganzen Scheißweg wieder, ja, zurücklaufen. Was mir nicht so ganz zusagt. Aber ist ja eigentlich auch ein Vorteil, weil wir müssen ja sowieso hier hinten hin. So, im du übertragenen Sinne. Namen, Dominik. Ich weiß. Killermaschine. So, jetzt müssen wir leider hier nochmal durch das Gebäude durch. Weil wir ja unten leider nicht lang gekommen sind. Ja, schade. Hier kann man den Bug nicht anwenden. Dass man hier so von der Dings runterlaufen kann. Aber naja, das ist ja alles, ne? Das ist kein Problem. So. Tod ist auf jeden Fall angeordnet. So. Was zum letzten Wunsch? Wow, 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 wow. Ja, du Scheiße. Du kommst ich bin, glaube ich, ein bisschen zu aggressiv vorgelaufen. Okay, das tut jetzt ein bisschen weh. Das passiert nicht zum ersten Mal.
Die Botschaft müsste ankommen. Hab ich dich! Weg damit! So, einmal nehmen. Wir müssen ihn versorgen, Boss. So. Schrotflinte ist dann rechts. Ich starre an Dado. Die Typen sind erledigt. So. Wie fühlt sich das an? Du hättest abhauen. Ha! Boom, Baby! Paio Sa... Wie heißt der? Saavedra! Almeida Capo Decina wurde endgültig eliminiert. Oh, bin ich gut! So, und diesen einen Pümpel, den lassen wir ja ganz aus. Und das heißt jetzt also, wir werden jetzt noch die eine Butze übernehmen.